Hallo, ich bin's, SimiMittiPod, mit einem neuen Application Review für euch und wieder drei neue Apps. Eins ist kostenlos und ich schau mal. Das andere, das kostet auch. Also, eins kostenlos und zwei kosten was. Und das erste heißt Snake Paris oder Paris. Das ist ein Spiel, also Snake, glaube ich, kennt jeder. Und hier oben steht Snake Galaxy. Das ist die, kann man sagen, die Vollversion. Hier steht auch Edition Snake Paris und so. Das ist die Edition von Snake Galaxy, die von Paris hat. Und das ist kostenlos. Und hier steht im Menü, kann man noch kaufen Metro Paris, kaufen Snake Galaxy, Hilfe, Einstellungen und Spiel natürlich. Das Menü ist ganz schön gemacht. Hier sieht man auch, also im Hintergrund sieht man dann das, also Paris, einmal hier ist das Tor, ich weiß auch nicht wie es heißt, und da ist der Eiffelturm, kann man zurück, höchste Punktzahl und spielen natürlich. Wie man auch spielen, das ist, für zwischendurch ist es mal ganz schön, aber längere Zeit macht es dann auch keinen Spaß mehr. Einfach drauf drücken und anfangen, und hier dieser Strich da, bin jetzt ich, und man muss dann halt immer die farbigen Dinger hier einsammeln, indem man nach rechts und nach links tippt. Und man darf nirgendwo anstoßen, weil sonst ist man gleich tot. Und natürlich ist man hier, es wird immer länger, und wenn man sich selber anstößt, dann ist man auch kaputt und so. Das ist natürlich das Game Over. Ich komme mit der Steuerung immer noch nicht richtig. So. Das ist eigentlich ganz schön hier gemacht. Das wird jetzt so gemacht und dann kann man den Namen eingeben. Drei Buchstaben nur und dann sieht man hier einen Highscore. Also, sehr schlecht, finde ich. Ich bin auch nicht sehr gut dran und jetzt zeige ich es nochmal. Was ich selber, also das kann man sich noch nicht selber auffressen. Ich glaube, hier ist die Steuerung nicht so gut. Jetzt werde ich mal ein bisschen länger. Jetzt wird schneller. Komisch. Ja. Und jetzt zeige ich euch natürlich, was ich selber auch will. Ich weiß noch nicht, wie das geht. Ja. Ich bin da nicht so gut drin in so einem Spiel. Zwischendurch mal ganz okay und ja, ich komme damit nicht so gut zu euch. Ja. Auf jeden Fall, Snake Paris. Naja, kann man mal reinschauen, dass es kostenlos. Das nächste ist Fast, also f.a.s.t. glaube ich. Fast, das ist meines immer sogar mal ziemlich weit oben, also hat mal 3,99 gekostet. Jetzt kostet nur noch 79 Cent. Und dafür ist es also richtig gut. Zurück nochmal. Hier ist das ganze Menü, das ist auf Englisch, das heißt, das obere ist glaube ich der Spielmodi. Dann das hier, da braucht man Internet, kann ich nicht zeigen. Top Pilots. Auch Internet dazu. Also sage ich als Internet. Gibt es hier oben noch Optionen, ob man Sound anmachen soll. Also verschiedene Sachen. Jetzt zeige ich euch den Spielmodi. Ich bin schon bei Mission 8, wir fangen mal kurz bei Mission 1 an. Das ist halt ein, wenn ich nicht weiß, das ist ein so Flugzeug, müssen wir fliegen und andere Flugzeuge abschießen. Also hier kann man sich die Flugzeuge aussuchen. Es gibt halt verschiedene Modelle, ich kenne mich damit auch nicht so gut aus. Immer mal das Beste, glaube ich, ist das. Und jetzt zeige ich erstmal die Steuerung. So fliegt man nach oben, nach unten. Und hier sind die Pfeile, da kann man nach rechts und nach links fahren. Und man muss den halt immer ins Ziel nehmen. Da ist jetzt zum Beispiel ein Gegner. Jetzt kann man hier jetzt auch Raketen abschießen. Da drüben muss man die Raketen abschießen. Das ist ja kaputt. Und hier zeigt immer an, wo der nächste ist. Simpsons ist hier. Und man kann abschießen. Hier kann man noch also richtig abfeuern. So. Und der ist auch kaputt. Ich glaube, jetzt ist die Mission schon geschafft.
Also es war halt nicht so einfach, nicht so schwer, man muss einfach die Flugzeuge abschießen. Zeige ich nochmal schnell die zwei. So, hier muss man das gleiche machen. Dann sieht man, was ich als nächstes abschießen muss hier oben im Flugzeug. Drücke ich hier drauf, kann man eine andere Kameraansicht machen. So ist auf dem Cockpit, das ist. Ich komme mit dieser Steuerung an. Kann ich das gar nicht vielleicht. Und ich weiß auch nicht, was die Zahlen da. Das heißt, glaube ich, wie schnell man fliegt. Also. Aber es ist ein gutes Spiel, die Grafik ist ganz okay. Und macht auf jeden Fall Spaß. Mal dann. Für 79 Cent kann man mal reinschauen. Gibt es nicht so viele Sachen, die man hier machen kann. Und hier kann man noch schneller werden, indem man hier drauf drückt. So. Und wieder geschafft. Also, es macht Spaß auf jeden Fall, das Spiel. Das heißt F.A.S.D. Also Fast. Es hat noch einen längeren Namen, den schreibe ich aber auch in die Beschreibung. Gut, und das letzte Spiel ist Terminator, glaube ich. Terminator von GameLog kostet bis heute Abend 79 Cent. Also, für den Preis kann man auf jeden Fall reinschauen. Von GameLog, wegen Thanksgiving ist das. Das Menü ist einmal weiter, neue Spieloptionen. Extras, also kann man nicht so viel machen. Also das ist halt nie. Dann mache ich gleich auch weiter. Und hier ist noch meine Info zum Gegner, wie schwer, wie stark der ist und so. So, jetzt in Los Angeles im Jahr 2018 und jetzt geht's hier weiter. Ich habe da schon angefangen. Man muss laufen, tut man, indem man hier das Steuerkreuz nach vorne hinten. Und einfach hier schießen. Dann hier ist die Waffe. Hier ist nochmal die Option. Und jetzt zeige ich euch schnell mal, was man hier machen muss. Eigentlich muss man einfach die anderen abschießen. So, jetzt habe ich, der lebt noch. Und jetzt habe ich den abgeschossen. Terminator kennt vielleicht jeder. Ist nicht schwer. Was ich ein bisschen blöd finde, ist, ich glaube, da kann man sich nicht ducken oder so. Und hier kann man dann Neues einsammeln. Und muss halt die anderen immer abschießen. Es geht eigentlich nur ums Abschießen. Ja, und mehr kann man zum Spiel nicht sagen, aber für 90 Cent ist es auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Gut, das war's und ich melde mich dann bald wieder mit neuen Applications. Tschüss.